Ich wähle Alexander van der Bellen. Ich möchte viele dazu aufrufen, zu überlegen, wer ist, wie auch ich das finde, der Besonnenste, der Intelligenteste, vielleicht auch der Reflektierendste von allen Politikern. Jemand, der unser Land einfach gut nach außen vertritt und das mit dem nötigen Humor auch macht. Was ich so mag an Alexander van der Bellen ist, er ist oft sehr witzig und das zeigt etwas über den Charakter. Er kann über sich selber lachen und dadurch nimmt er sich selber nicht so wichtig, was ich glaube, das ist sehr wichtig für dieses Amt.